Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Grüezi wohl, Tradistübe. Schön, dass du da bist. Wer ist denn sonst noch alles im Chat? Lass mal schauen, ob wir denn das sehen. Daniel W., guten Abend. Ja, wie geht's euch da draußen? Ihr seht schon, ich habe mir die Euclid Board gekauft. Gebaut tun wir die heute, ja? Und ich habe hier natürlich mein... Kennt ihr vielleicht noch, ne? Aus dem... Das Logo ist zwar jetzt nicht mehr ganz so aktuell demnächst, aber aus dem Sando Meta PLA Video. Wer ein bisschen kritischen Content, na, was heißt kritischen Content? Wer mal ein bisschen tagtäglichen Content haben möchte, ja, der kann gerne mal den 3D, den Vlog-Kanal abonnieren. Und wer ein bisschen kritischen Content mag, der kann auch gerne mal den Krypto-Kanal abonnieren. Da habe ich auch dann das ein oder andere Interview mit Kandidaten wie Titus Gebel oder so in Richtung. Und wer sich gerne ein bisschen belesen möchte, mit was Kritischem, was heißt kritisch? Ja, so wirklich kritisch ist es nicht. Das zeigt halt nur ein paar Probleme auf, ja. Das Buch habe ich geschrieben, damit auch Leute wie meine Eltern und Co. entsprechend oder auch jetzt auf der Konferenz, wo ich war, auf der World of Value, ist eine sehr coole Konferenz, muss man einfach sagen. Wie gesagt, Buch ist mittlerweile veröffentlicht. Am 15. Oktober geht es auch bei Amazon, Thalia und Co. entsprechend online und live. Es ist mittlerweile schon gelistet und kann aber jetzt schon bei Tradition, also das ist der, sagen wir mal so, die Druckerei, nicht der Verlag, ja? Na, still schaff. Da bei Tradition, das ist die Druckerei sozusagen, die auch ein bisschen so Verlagswesen machen, also die pushen das quasi in die ganzen Buchhandlungssysteme rein, die ganzen Daten. Wer das möchte, kann es dort jetzt schon bestellen. Link dazu findet ihr unten in der, ja nicht, in der, doch packe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung im Nachgang. Und natürlich auf Mekorama.de. Auf Mekorama.de, wenn ihr das mit Widmung haben wollt, dann könnt ihr natürlich dort auch einfach nur euren Namen als Kommentar hinterlassen und dann schreibe ich euch eine Widmung ins Buch. Dann gibt es gleich nochmal zum Thema Bitcoin nochmal eine schöne Nachricht. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt jetzt euer Filament oder euer Zeug, was ihr auf Mekorama, also Bunny hat jetzt schon mal gleich das Buch über die Zahlungsmethode bezahlt und zwar haben wir wieder Bitcoin auf der Webseite. Ja? Ihr könnt jetzt also ganz normal On-Chain oder halt entsprechend auch per Lightning das Ganze bezahlen. Dafür haben wir jetzt einen Zahlungsdienstleister eingerichtet, den ich ziemlich cool finde. Das ist momentan OpenNode. Wir hatten vorher Coinbase gehabt und warum verlasse ich mich da auf einen Drittanbieter? Ganz einfach deswegen, weil ich halt hier die Node 24/7 nicht unbedingt immer laufen lassen kann, weil wenn jetzt hier ein Gewitter oder irgendwas ist und ihr wollt es bestellen und dann geht es halt nicht. Ja? Und das, weil ich halt hier kein Rechenzentrum habe, was gut abgesichert ist, das werden wir nochmal ändern. OpenNode, die haben das Ganze im Rechenzentrum stehen, die verlangen dann halt entsprechend 1% Gebühr. Und ich werde mal gucken, dass ich halt entsprechend jetzt die Tage, ich habe es im Buch schon versprochen, ihr kriegt natürlich dann auch entsprechend noch, wie ist es die Möglichkeit, wenn ihr darüber bezahlt, nochmal einen Gutschein zu bekommen. Machen wir alles noch, ja? Machen wir alles noch, kommt noch. Muss ich jetzt nur gucken, wie heißt es, dass das Ganze halt alles erstmal richtig läuft, dass das alles richtig einläuft und dann gucke ich morgen oder übermorgen, dass ich halt entsprechend die 10% dann noch drauf packe, dass ihr dann, wenn ihr bestellt, dann 10% wenn ich bekomme. Genau, so viel dazu. Was habe ich noch für News? Ja, Mekorama Vlog-Kanal, auf jeden Fall abonnieren. So, ja, hat funktioniert. So, das ist jetzt gedruckt aus Ethern ABS plus sogar ohne Warping. Alles drum und dran, tippitoppi, so wie es sein soll. Ja, tipptopp, wie die Schweizer so schön sagen. Steht scharf. Jawohl. So, da vorne sind noch Markierungen drin, sieht man dort. Das bedeutet, ich weiß ehrlich gesagt 0,00 gar nicht, wie das Ding zusammengebaut werden soll. Ich habe keinerlei Ahnung. Ja, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe jetzt nur von einem mitbekommen, ja, hol dir doch mal die Euclid Probe und probier die doch mal aus, wie man die zusammen, ja, okay, gut. Hab die mal bestellt, sieht an sich ganz cool aus vom System her. Und hab gedacht, ja komm, die kommt zusammengebaut her, dann kann ich die direkt am Drucker schmeißen und gut ist, aber scheiße mein Herz. Wofür die gedacht ist, also jetzt nicht unbedingt die hier, aber die, doch vielleicht die hier, genau die hier. Und zwar ist die jetzt nicht gedacht für den Voron, nicht diese hier, die hier ist für den Voron gedacht, ja. Die hier ist aber allerdings dafür gedacht, dass ich die an den FL Zanko 5 packe. Ganz einfach deswegen, weil dieses Dummerchen es geschafft hat, beim Umzug irgendwo den Klicksensor zu verhunzen, ja. Und deswegen
möchte ich gerne irgendwie in irgendeiner Art und Weise jetzt da so einen Sensor anbringen, dass ich das halt entsprechend. Ist ja im Prinzip das gleiche, was beim FL-Zahn Q5 immer mit dabei ist, ja? Dass man sagt, okay, man hat einen Sensor, der unten dran geklemmt wird magnetisch und dann muss man den halt nochmal manuell abmachen und abklemmen. Muss man jetzt hier halt nicht, ja, weil einfach der Sensor unten dann einfach zur Seite geschoben wird, eine Halterung und dann einfach hängen bleibt. Und ja, müssen wir jetzt mal gucken. So. Jetzt geht es natürlich dran, Assembly 8. Okay, das Teil habe ich gedruckt, ja. Board Assembly. Okay. So, und wie kommt das Ganze jetzt da rein? Ah, okay. Ja, ich verstehe, 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 verstehe schon. Also einmal, wir haben das Ding hier. Ja, da sind vorne die Markierungen drauf. Jetzt sehe ich nur nicht in dem Bildmaterial, was die bereitstellen. Ich teile euch mal den Link in der Videobeschreibung, im Livestream, im Chat. Das ist das, was ich mir gerade anschaue. Und dort teilen die einem quasi, zeigen die einem quasi, was jetzt wohin gehört. Und zwar einmal der Sensor auf die eine Seite. Also so haben die das quasi, genau, mit der Beschreibung zu einem. Okay. So, den Clicky. Wo ist jetzt da die Haube? Da ist die Haube. Also hier die. Ja, hört man wahrscheinlich bei euch jetzt nicht, aber ja, so sollte es ungefähr passen, oder? Ja. Gut. Und dann kommt die Buchse und die Buchse kommt wie rum rein? Wie rum nach dem Löffelstiel? Schon fast nicht mehr daneben gehen. Sehr gut. So. Also wenn jetzt zumindest mal entsprechend das Ganze jetzt alles korrekt ist. Ja. Dann schaut das so aus, finde ich schon mal ziemlich cool. Und dann müssen wir jetzt als nächstes mal den Lötkolben anwerfen und das Ganze einfach schön Stück für Stück löten. So, da seht ihr jetzt entsprechend den Schreibtisch. Da habe ich jetzt entsprechend mein Modul zusammengebaut. Ja, also hier unten sieht man so ein bisschen drin. Da ist was Weißes drin und was Schwarzes drin mit dem Clicky. Jetzt mal gucken, wenn ich das so rausnehme. Ich bin mal noch, ich bin mal ganz dreist. Warte mal, wo habe ich denn hier? Da. Pinzette. So, warte mal. Ich mache das jetzt mal ganz andersrum. So. Und. Nach innen muss das Ding. So, ich baue das jetzt einfach mal so rum zusammen, ja, dass ich weiß, okay, dass die Dinger auf jeden Fall richtig ausgerichtet sind. Und dann bin ich schlau und klemme das einfach drüber. So ist es für mich einfacher, dass ich weiß, dass ich auf jeden Fall richtig bin und alles passt. So, das sitzt richtig gut drin. Das können wir auch gleich gerne für das zweite machen, dass ich die dann beide schon mal zusammengebaut habe. Das freut mir. Ach ja, und für diejenigen, die sich fragen, was mit meinem Grail passiert ist, der Grail steht unten und es ist getrocknet, ja, den habe ich trocknen lassen, damit ich den später, damit der Filter halt jetzt nicht irgendwie von mir komplett aufgebraucht wird, sondern dass ich den Filter später übrig habe. Ich bestelle mir nochmal welche, wenn ich welche finde, nochmal nach. War halt alles irgendwie ausverkauft, merkwürdigerweise, ja. Ist irgendwie verrückte Zeit gerade. Ist alles irgendwo gefühlt ausverkauft und Lieferzeiten sind gefühlt 3 Jahre bei allem. Ich hoffe, dass das vielleicht nächstes Jahr besser wird, ich kann es nicht sagen. Ich habe die Befürchtung eher nicht. So. Ah, ha. Bevor mir jetzt wieder einer kommt und sagt, okay, Maggie. Ich habe mir doch hier was gebaut. Jetzt muss ich nur noch mal schauen. Das hier steht auch. Warte mal, da ist ja noch mal eine Umrundung drin. So, da seht ihr aber dann nichts mehr. Dann schiebe ich das mal darüber und dann drehe ich das mal dahin. Und dann hoffe ich, dass das Kabel reicht. Ne? Achso, ich habe ja noch einen Schalter, stimmt ja. Ach.
Läuft. Ja, läuft. So vorbildlich, wie sich das je hört. Ich hoffe, der hält das jetzt durch. So. Ob das überhaupt funktioniert hier mit dem Lüfter? Ja. Leute, das funktioniert wunderprächtig hier mit dem Lüfter. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber pass mal auf. Seht ihr das? Das wird da reingesaugt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Kann ich also nur empfehlen, das Teil. Nein! Ja. Ich brauche den Endlüfter. Ich habe jetzt einen kurzen verursacht, sozusagen. Nee, das ist nicht gut. Ich habe die zwei verbunden, die nicht verbunden gehören. Ja, so ist aber. So ist das sauber. Aber noch nicht festgelötet, richtig. Ich habe schon ewig nicht mehr gelötet. Ich habe echt schon ewig nicht mehr gelötet. Das merkt man echt. So. Die drei Punkte sind gelötet. Dann direkt mal die nächsten drei. Ja, das muss man echt da direkt nah dran. Aber wenn es läuft, dann läuft es. Ja, der eine hier ist ein bisschen zu rundlich. Jetzt. Ja, ich glaube, so kann man die lassen. So. Dann haben wir die schon mal fertig. Dann können wir hier schon mal rausdrucken. Heiß. Numero uno ist erledigt. Machen wir doch mal gleich die Nummer der Duo raus. Das ist echt ein kleiner Tipp. Wenn ihr das zusammenbaut. Man hat hier eine richtig schöne Zeichnung drauf. Da und da entsprechend von der Form her, von dem, wie ist das, von den Pins und allem drum dran, von den Konnektoren. Da kann man eigentlich nichts falsch machen, weil wenn man sieht, hier auf der Seite, da sind die Pins ein bisschen weiter nach oben. Da weiß man ganz genau, wie man das einsetzt. Und die sind auch relativ deckungsgleich dann. So, nämlich so rum. Und das hier kommt nach innen. Also der Schalter kommt nach innen. Und dann geht man einfach hin. Wo ist die große Seite? Da. Blub. Und rein damit. Und fertig. Passt also wunderbar, wunderprächtig. Dann fangen wir erstmal hier mit den kleinen Dingern da an, mit den kleinen Stöpseln. Ja, nicht schön, aber selten. So, und damit können wir das auch mal wieder rauspocken. Und mal schauen. Ja, funktioniert schon. Heiß, 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 heiß. Das ist echt heiß. So, hier haben wir noch die Magnete und die Schrauben und alles drum und dran. Ich glaube, die Schrauben brauchen wir zum Montieren. Das Kabel mache ich auch die Tage irgendwann, je nachdem, wie der Drucker aussieht. Ja, also auf welchen Drucker das kommt. Also ich habe mir überlegt, auf den 2.2 macht es keinen Sinn. Ja, der 2.2 funktioniert gut. Ja, der ist einwandfrei. Da möchte ich eigentlich nichts dran ändern. Ja, never change a running system. Den möchte ich eigentlich so lassen, wie er ist. Genau, Konzentration im OP. Ja, muss man auch. Also, ich meine, es sieht jetzt nicht schön aus. Ich bin sowieso schon keine begnadete Lötnerin, ja. Aber, ja, ich glaube, was, der Stromverbrauch? Okay, ja, ist abgeschaltet, weil Handy ist genug aufgeladen. Wichtig ist erstmal, dass es hält und dass die Verbindung steht.
Ich werde hier in dem einen, da sehe ich gerade nochmal, das gefällt mir nicht ganz so toll. Werde ich nochmal ein bisschen was nachlöten. Hier steht ein bisschen was über. Ja, so passt es. Genau, also, Voron 2.2, wie er hier steht, kriegt das momentan nicht. Der kriegt erst einmal ein Druckkopf-Upgrade. Das hier ist, im Grunde genommen ist das ein, also das brichst du einmal so in der Mitte durch. Da kommen auf jeder Seite hier Magnete dran. Im Prinzip hängen die so am Drucker dran. Ja, die sind mit Magneten zusammengeklebt. Genau, und das wird dann am Schluss ein Endstop. Da unten sieht man halt entsprechend, das wird eine Clicky Probe. Das wird kein Endstop an sich im klassischen Sinne, sondern das Problem, was damit gelöst werden soll, ist einfach auch beim Voron zum Beispiel, dass man halt am Hotend so heiße Temperaturen hat, dass sich halt hinterm Hotend die Induction Probe halt verformt, weil die ein Kunststoffgehäuse hat und auch dann mit der Toleranz nicht immer so toll ist, ja, weil wenn das sich verformt und alles, dann. Das hat auch Prusa, ja. Prusa hat ja auch Probleme. Die haben ja jetzt die Superpinter oder wie sie heißt, entsprechend rausgebracht. Einfach weil die eine höhere Genauigkeit bei den Temperaturen hat. Und das Ding hier ist halt einfach eine Clicky Probe, wie beim Effelzahn Q5. Die konnte man ja auch unten an den Druckkopf einfach dran klicken mit Magneten. Dann hat man erstmal gelevelt und dann hat man das Ding abgemacht und hat das Ding halt, wie ist es, abgelassen. Und das ist im Prinzip das gleiche Prinzip. Man hat hier jetzt mit zwei Magneten rechts und links entsprechend die zwei Probes miteinander verbunden. Also hier oben ist das, was am Druckkopf festbleibt, und hier unten ist die eigentliche Probe. Und dann fährt der Drucker in eine Position, schnappt diesen Posten hier unten auf und kann dann entsprechend das Bedleveling machen. Wenn er fertig ist, fährt er wieder zurück, fährt das Ding in der Halterung ab. Ist ja magnetisch halt, kann man also einfach abschieben. Und dann kann er ganz normal weiter drucken, ohne dass die Probe im Wege ist. Ist also eine physische Probe, die mit wirklich jedem Druckbett funktioniert, die auch entsprechend dieses Problem beim Voron mit diesen geschmolzenen, wie heißt das, Induction Probes lösen soll. Ich hatte das Problem jetzt mit den Induction Probes, dass die so ein bisschen sich verformen oder schmilzen, noch nicht gehabt. Das kann aber durchaus vorkommen, habe ich gesehen. Ich habe gesehen, da gab es einige, bei denen hat es sich schon arg verzogen. Und deswegen hat man sich sowas halt überlegt. Finde ich ziemlich geil. Die Mounts dafür gibt es auch beim Voron wie heißt es, im, genau wie die Halterung hier, die gibt es auf der Webseite, die ich eben geteilt habe, ja, hier mit euclidprobe.github.io. Da, wie heißt es, findet ihr dieses Bauteil, was ihr drucken könnt. Das ist einfach nur eine Rahmennähe, wo ihr das reinlegen könnt, ja, und dann könnt ihr das problemlos löten, so wie ich gerade. Und ich habe jetzt zwei Stück bestellt, einfach weil ich, wie gesagt, beim FL Zanko 5 den Z-End-Stop wirklich verbummelt habe, also diese Leveling-Probe verbummelt habe und das dann damit quasi lösen möchte. Den muss ich halt nur ein bisschen umprogrammieren, umbauen. Und einmal halt für den nächsten Voron, den ich baue, dass das halt alles, naja, ordentlich ist und dann halt auch wirklich gut funktioniert. Ich werde mir die Lötstellen morgen nochmal angucken, werde das alles mal ausprobieren und testen. Und ja, und dann gibt es halt nochmal ein Video drüber, wie ich das Ganze im FL-Zahn Q5 verbaue und wie ich das Ganze im Voron 2.4 verbaue. Da kriegt ihr sowieso nochmal Videos zu. Ich weiß es noch nicht, ob es für den Voron Zero vielleicht noch einen Mount gibt, wo man das dran packen könnte. Von der Größe her könnte ich mir es vorstellen, weil es halt relativ kompakt gebaut ist. Das muss man halt mal schauen, ja. Also, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ja. Für die Halterung, genau, da habe ich mich jetzt gerade eben gewundert, warum da N und S draufsteht, ja. Also, S und N. Das ist Nord und Süd. Ja. Okay, clever. Ja, gut. Kann man machen. Dann packe ich das gleich nochmal da rein, weil das brauchen wir dann natürlich gleich nochmal. Sage ich jetzt einfach mal. Macht es mir halt leichter, das Ganze. Und dann brauchen wir jetzt die Magnete. Die sieht man jetzt. Da haben sie auch eine schicke Halterung mit gedruckt und markiert entsprechend. Ja, auch mit Nord und Süd markiert. Finde ich ganz charmant, das Teil. So, und jetzt muss man natürlich hingehen und. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Okay, die Hunde ist da eine Schraube. Link. Ah, ja. Okay. Ich war ein bisschen zu schnell. Da habe ich jetzt hier diese. Ich zeig's mal da. Diese. Ja, ich will es mal nicht Rändelschrauben nennen, aber fast schon Rändelschrauben, ja. Und da, die sind so winzig halt entsprechend und die kommen jetzt hier drauf. So wie es ausschaut. Davon habe ich aber nur zwei. Ich bräuchte aber vier. Die sind ja witzig. Ah, hier sind noch welche. Okay.
Wollte gerade sagen, die sind ja witzig hier. Das sind so Gewindeteile, da sind Gewinde drin. Die lege ich jetzt da drauf und dann kommt jetzt... Ja, so macht das Sinn. So ergibt es Sinn. So wird ein Schuh draus. Und jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich hier Nord und Süd. Also einmal so rum. Einmal Nord und Süd. Ja, einmal so rum. Und einmal Nord und Süd einmal so rum. Das ergibt jetzt alles Sinn. Jetzt macht das wirklich Sinn. Können wir ausmachen. Ich glaube, der ist zu groß, oder? Warp. Okay, das ging flott. Oh. Shit. Ja, okay. So, legen wir das hier erstmal zur Seite. Nord und Süd. Jawohl. Uff. Ja, jetzt hat die sich ein bisschen verkantet. So. So rum war die drin. Das bedeutet... Na. Schraube durch einen Magnet durchbringen ist nicht ganz einfach, sage ich euch. Aber gut. So. Und schon haben wir diese Halterung fertig. Nach fest kommt ab. Deswegen machen wir es nochmal schön fest dran. So. Und das gleiche Spiel jetzt auf der anderen Seite. Schon mal die Magnete dran, was ich echt super finde. Und jetzt muss wahrscheinlich der nächste Schritt so aussehen, dass wir das Ding... Ich habe auch noch Schrauben übrig, die packe ich mal da rein. Die sind wahrscheinlich zum Mounten da. Kapton Tape machen wir nicht drüber, haben wir gesagt. Und jetzt ist es an der Zeit, das Ding auseinanderzubauen. Ja, genau. War gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Vielleicht brauche ich die anderen noch mal zusammen. Oder kann ich das einfach hier? Okay. So. Meine Damen und Herren, wenn ich jetzt richtig gearbeitet habe, was ich hoffentlich getan habe, jawohl, dann sieht man, schön über Magnete zusammenhalten. Und das Teil hier oben wird halt irgendwo eingeklemmt und dann fährt der einfach so weg. Ja, das hört sich einfach an, das ist richtig stark gehalten. Boah. Ihr merkt schon. In diesem Sinne hat es euch hoffentlich gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert bitte den Kanal und... In diesem Sinne, hold the line, happy printing und ciao!